Weiterhin bewegungslos die beiden Kollegen hinter mir. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche erst diesen Spruch gebracht. Tatsächlich viel bewegt haben sie sich nicht. Nicht nur hier vor der Börse in Frankfurt, sondern auch der DAX hat nicht wirklich was geleistet. Ein bisschen ist es nach oben gegangen. Das macht zumindest ein wenig Mut, zumindest mal aus bullischer Sicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, vorsichtig. Das sieht alles eher nach einem Auslaufmodell der Long-Richtung aus. Und ein Rücksetzer täte eigentlich technisch durchaus Not. Und sei es nur um die Überkauftheit, ein blöder Begriff. Ich mag ihn eigentlich gar nicht, aber ein wenig abzubauen. Ob das heute allerdings schon großartig Sprünge macht, weder in die eine noch in die andere Richtung, das ist mehr fraglich, denn wir haben Brückentag. Amerika macht heute vorzeitig zu, 13 Uhr Ortszeit in New York, beziehungsweise 19 Uhr bei uns. Wer also keine Position übers Wochenende halten will, der sollte rechtzeitig ans Schließen denken, also vor 19 Uhr einfach da dicht machen und ich denke mal den Tag heute ein bisschen anders genießen. Zum Beispiel ein bisschen Freizeit, ein bisschen Vorbereitung für das Programm von mir aus der nächsten Woche. Aber nicht so sehr jetzt hier auf das Klein-Klein der Märkte achten. Bewegungen kann es indes trotzdem geben, die können auch schnell sein, denn bei mangelndem Volumen müssen wir damit rechnen, dass einfach notfalls mal ein schneller Ausbruch passiert. Der ist aber tendenziell eher erratisch, also nicht wirklich ernsthaft dann anzuwenden im Sinne von, ha, das ist der Beweis, was jetzt als nächstes passiert. Viele Institutionelle sind gar nicht da, nicht nur in Amerika, sondern natürlich auch anderweitig auf der Welt, die einfach sagen, ja, wenn die nicht da sind, dann machen wir halt auch einen Tag zu. So, in diesem Sinne mit einem etwas entspannteren Ausblick für das, was uns heute erwartet und mit den besten Grüßen fürs Wochenende. Bis zum nächsten Mal.